So, meine lieben Leute, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe mir übrigens ein Steinschwert gemacht. Ich habe kurz noch ein bisschen sortiert. Wir haben hier das Zuckerrohr. Das müssen wir natürlich noch machen. Das will ich in dem Part auch bauen, noch ein bisschen um. Und wir haben hier Setzlinge. Außerdem habe ich hier noch gerade, naja, Schweinskotelett oder was auch immer, mal Schweinefleisch hineingemacht. Anscheinend ist hier unser Ding schon gewachsen. Ruheschweinefleisch. Das war doch das, oder? Sag mir, dass das war. Nein, ist es nicht. Anscheinend ist das Kuhfleisch, okay. Ist auch egal. Das mit dem runter und hochgehen. Er geht halt automatisch immer wieder hoch. So, aber wie gesagt, ich will vor allem unten noch ein bisschen umbauen, habe ich mir gedacht. Jetzt brauchen wir hier Birken. Ich weiß aber nicht, wo ich die genau hinmachen soll. Hier vielleicht? Eine Birke. Ist das auch? Ah, das ist zugeschneit. Machen wir das hier. Ich hatte ja auch gar noch nie Regen oder Sturm oder so. Ich glaube, das gibt es bei der Version gar noch nicht. Ah ja, wir müssen das Bett und Ding noch machen. Also zuerst mal, dass der Respawn-Punkt anders gesetzt wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Du kannst nur nachts schlafen. Ich glaube, das ist nicht möglich, daher. Außer der ist jetzt neu, aber das steht hier nicht. Ist nicht wie in der Bedrock-neuer Version da. Oh. Ich habe die Fichtenholz-Setzlinge vor allem da. Gut. Mit den Kürbissen wollte ich mal noch kurz schauen. Dann. Und zwar müssen wir hier... Ah ja. Hier mal durchgehen. Ich glaube, ich muss die Kuhfarm oder generell irgendwie das mal anders setzen. So, was können wir denn? Pilzsuppe geht. Das heißt, es gibt... also Melonen, ja. Kürbis. Ich weiß halt nicht, was ich mit den Kürbis anfangen soll. Okay. Stimmt, das ist übertrieben wieder. Also gar nichts eigentlich. Okay, mit Kürbissen können wir fast gar nichts anfangen. Gut, auch schön zu wissen. Dann würde ich sagen, machen wir die einfach mal da unten dann in die Kiste. Ja. Wunderbar. Ah ja, im letzten Part oder in den letzten zwei, drei Parts haben wir die Insel etwas erkundet. Wir haben ein sogenanntes zweites Dorf gefunden, das wir aber leider nicht brauchen konnten. Da ist nur ein... Wie sagt man nochmal? Ein Brunnen? Genau, nur ein Brunnen da. Mehr ist da nicht. Und das ist echt nervig. So, ich will euch jetzt übrigens zeigen, was ich unten machen will. Und zwar finde ich das immer schön, solche Bretter zu haben. Also vor allem Birken, Holz. Für das habe ich mir sogar überlegt, setzen wir das mal rüber hier noch. Eins. Ich hoffe übrigens, dass man die Geräusche im Hintergrund nicht hört, sonst tut es mir halt leid. Ich versuche die so gut wie möglich rauszuschneiden. So, das heißt, wir machen hier noch eins durch. Da haben wir sozusagen drei. Wie ich den vorderen Teil umbauen will, das weiß ich noch nicht. Aber der Boden und die Wände, das soll dann alles hier mit Birken versetzt werden. Also, das ist so mein Ziel, um hier das zu bauen. Und außerdem haben wir ja jetzt sehr viel Zuckerrohr, aber da muss ich nur eine Zuckerrohrfarm machen, dass wir dann hier die Bücherregale schon machen können.
Das mache ich dann aber sicherlich nicht im Stream. Vielleicht, dass ich die Bücherregal stelle im Stream oder so. Ich habe mir gedacht, wir versetzen, wie gesagt, das hier noch um eins dann. Das heißt, wenn man hier hineinkommt, das erste, was man sieht, ist hier der Verzauberungstisch und alles. Und dann kann man auf der Seite, das sind dann ja dann drei Felder, rübergehen. Ja, dann machen wir das mal kurz mit der Schaufel. Nehmt das mal rüber hier. Und ja, ihr habt vorhin auch noch gesehen, wenn ihr genau ins Inventar schaut. Ich habe mir hier auch noch ein bisschen Brot gemacht. So, weit. Also. Bis hier sollte das Bücherregal gehen. Das heißt, das heißt, dann wäre hier der Zaubertisch. Sieht nach ein bisschen weit hinten aus. Hm. Dann machen wir das vielleicht noch weiter nach vorne. Also eins fällt nach vorne. So. So ungefähr. Und hier wäre die Idee, also alles, die komplette Wand und so. Machen wir jetzt auch kurz und den kompletten Boden dann mit dem Material zu machen. Ich habe halt jetzt nur 48, aber deswegen habe ich ja vorhin die Birken noch kurz gesetzt. Also dass es dann ungefähr so aussieht. Aber ich glaube, ihr wisst ja, wie das gemeint ist hier. Ich glaube, es ist schon wieder Nacht. Dass man dann halt hier Birkenholz als Fläche hat. Ja, das ist eigentlich, also mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Und ja, die Bücherregale kann man ja relativ einfach bauen. Also vor allem die Bücher, ich brauche nicht mal Leder. Ich hatte halt echt gedacht, ich bräuchte da Leder oder so. Das ist irgendwie auch noch dunkel. Machen wir hier einfach so Lichtquelle mal hin. Nachher, wenn ich die Bücherregale habe, kann ich es, glaube ich, sogar an die Bücherregale, also so zum Beispiel setzen. Das sollte eventuell gehen. Stimmt, wir könnten schon Bücherregale machen. Muss einfach schauen, dass ich das richtige Holz nehme. Birken will ich dafür nicht brauchen. Also entweder wir nutzen Eichenholz, von dem haben wir aber auch relativ wenig, weil wir ja nur zwei Eichen gerade in der Nähe haben. Oder wir nehmen hier das Dunkel... Nee, Fichten. Fichten sind es. Fichtenholz. Aber ich baue hier vielleicht noch kurz dann weiter. Aber wir müssen mal kurz schauen. Okay, doch. Ich baue mal kurz weiter. Dann machen wir nachher dann... ich weiß gar nicht, ob das erst im nächsten Part dann wird. Dass wir halt hier nochmal so ein Feld mit Haken und alles machen. Hier halt mal die Felder. Das Stein weg und so. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie gesagt, was ich bauen soll. Ich will jetzt nicht nur hier ein Haus gebaut haben. Also ich habe ein Bild gefunden von einer Wassermühle und habe mir gedacht, hey, eigentlich ist das noch eine coole Idee, sowas zu bauen. Okay, hier ist nur so der Anfang. Dann wissen wir das ungefähr. Oben natürlich die Decke dann auch noch. Es soll so ein Raum sein. Oh. Wunderbar. Wir gehen mal oben raus. Also das ein passender Raum wird. Also vor allem vorne muss ich da auch noch irgendwie was ummodellieren. Es soll ja schön aussehen. So, ich hoffe, hinter mir ist nicht irgendwo noch ein Creeper gespawnt oder so. So,
Dann locken wir dich hier ins Wasser. Im Wasser darfst du gerne explodieren. Da habe ich kein Problem damit. Kommen Sie, kommen Sie. Ich will nicht ertrinken. Was ist der einzige Creeper? Creep, creep. So, ich mach mal kurz das Wasser hier richtig wieder zu. Also den Bereich hier. Glaube, das ist auch hier mal als unendliche Wasserquelle, soll das gelten hier. Haben ein bisschen doof gerade. Das könnte in der Nacht dann zufrieren, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht machen wir das aber auch im Stream eher noch fertig dann. Dann macht man hier all die Dinger. Hat er jetzt das auch als unendliche Wasserquelle vielleicht? Ah ja, sieht schon so aus. Dann hier noch. Ja. Jawohl, das sollte dann ja in der Nacht spätestens dann gefrieren. Oh, schon gewachsen? Das nenne ich doch ein guter Erfolg. So, jetzt müssen wir hier, wie gesagt, denke ich, nochmal so ein Ding bauen oder vielleicht hier eher. Da wo das Sand. Die. Okay, wir müssen da mal kurz schauen. Kann man Zuckerrohr. Okay. Kann man auf Erde setzen. Also nicht, dass es ich da Erde hinsetze und dann merke, oh, das ist ja gar nicht möglich auf Erde. Das wäre jetzt das Dümmste, was mir passieren könnte. Habe ich da das Falsche genommen? So, dann nehmen wir hier mal. Zäunen wir. Naja, theoretisch gesehen muss ich nicht mal einzäunen. So wollte ich das nicht. Eigentlich blöd, ich könnte das eigentlich theoretisch auch so machen. Weil. Es theoretisch so geht. Also die Idee ist ja, das Zuckerrohr so anzupflanzen hier. Da geht's nicht. Weil das wahrscheinlich gefriert. Aber gut. Die Frage ist, wächst es? Das wäre sozusagen meine Zuckerrohrfarm. Ich weiß, ein bisschen viel Zucker, aber sobald es wächst, ist das super.
Klar könnte man hier auch eine automatische Form machen, meine lieben Leute, aber da bin ich zu doof dafür. weil mir das Wissen fehlt. Sagen wir es mal so, wie es ist. Aber Nirx, wenn dir schon das Wissen fehlt, wie soll das in meinen anderen aussehen? Wie der Papa mir und so. Spaß. Ist halt so. Wird mir halt das Wissen. Ne, diese Kühe sind echt übertrieben. Einholzsetzling, okay. So, wie war das denn nochmal hier? Also Zucker wollen wir ja nicht machen. Wir wollen Papier machen. Da brauche ich 3 dafür. Okay, ein Buch. Und da brauche ich 3 Bücher. Okay. Alles gut. Dann würde ich sagen, füllen wir noch ein paar Bäume. Das sind die richtigen Bäume natürlich. Ah, beide sind gewachsen. Sehr schön. Schauen, dass ich nachher... die Setzlinge hier bekommen. Ich weiß gar nicht, wie man hier Äpfel kriegen kann. Ob die auch selten irgendwie getroppt werden oder weil wir noch keinen bekommen haben, meine ich. Oder ob man die nur irgendwie in irgendwelchen Gebieten bekommt, wo es halt nicht Schnee ist. Kann natürlich auch sein. Oder ob die nur bei Eichen der Fall sind, dass man die nur bei Eichen, was eigentlich auch null Sinn macht, aber gut. Ich sehe noch kein Setzling. Ah, hier. Get out here. Was? Nein. Egal. Dumm wieder. Wie viele Schafe hier auch immer spawnen. So, ich muss noch ein bisschen mal kurz schauen, was wir überhaupt in dieser Version alles bauen können, sage ich mal so. Also Lapis ist klar, dass wir das brauchen. Okay, Bücherregal, ja. Den Block. Wo ist denn da eigentlich der Zaubertisch? Wäre es blöd, wenn du Bücherregal, aber keinen Zaubertisch machen kannst. Aha, hier. Ach, so sieht es aus. 2 Tiers brauchen wir sogar. Okay. Brauchstand. Da habe ich, wie gesagt, keine Ahnung. Heiltränke sicher mal. Irgendwelche. Ja. Da muss ich mich nur ein bisschen einlesen, wie das war von dem Ganzen. Es gab keine Redstone-Truhen hier in der Version. Okay, alles gut. Aber Netherzaun konnten wir schon machen. Eisenkitter ist klar. Oh, was ich noch wissen wollte, ist, ob man Druckplatten machen kann. Frage, ob das, wo das zu finden ist. Also hier, Fenster, da. Ah, doch, Wolle konnte man färben. Wie man die Farbe macht und so, oder Knochen mehr bekommt. Shootbox, kenne ich. Kann man Musik laufen lassen. Einmal Bücherregal, das haben wir auch schon ausprobiert, das wissen wir auch. Was gab's hier noch? Alles Zeug schon, gut. Mit Ofen habe ich noch nie verstanden, was das uns bringt. Redstone-Lampen.
Oh, da brauchen wir Glowstone. Ich dachte, die könnte man anders bauen. Ein Hebel. Oh no. Doch, Druckplatten. Geht. Kommt das aber darauf an, welches Holz? Geht das nur? Oder ist das egal? Eichenholzbretter. Wir probieren mal aus, ob das auch ohne geht. So. Ich weiß, die Zeit ist wieder um, aber ich will mal kurz schauen wegen Druckplatten. Ob wir da wirklich Eichenholz brauchen oder ob das unabhängig davon gemacht werden kann. Na, das war halt so eine Sache, die hätte ich noch gerne gewusst. Das andere, meine lieben Leute, das können wir dann in den Streams eigentlich anschauen. So. Also eine Druckplatte kann auch so gemacht werden. Dann machen wir hier drei, weil wir haben ja drei Türen. Vielleicht machen wir unten dann auch noch eine Doppeltür oder so, aber gut. Und ja, die sehen halt nach Eichendruckplatten aus. Das ist aber nicht auch übertrieben, aber die funktionieren gut. Ja. Das heißt, wir müssen nicht immer zumachen. Wir können aufmachen, können da durch. Die geht dann automatisch zu. Das mag ich immer so. Wieso wir das außen übrigens nie... Oder wieso ich das außen übrigens nie hinmache. Wenn ein Monster drauf geht, ja, geht's ihm auch auf. Was mich wundern nimmt. Okay. Die Druckplatte reagiert. Ah, nö, ich bin doof. Ich bin ja gerade am Überlegen, ob wir hier doch noch um eins weg umbauen. Ich glaube, wir machen das sogar. Können wir das nicht? Hier kommt kein Creeper. Können wir nicht. Das heißt, wir müssen... Doch, wir müssen es vielleicht von der anderen Seite hier bauen. So, oder? Da können wir hier nämlich noch überall Erde hinmachen oder so. Dann sieht das nämlich so aus, als wäre das von außen alles Erde. Und dann, wenn wir hier hineinkommen, können wir hier theoretisch noch, ich weiß auch nicht, Steine rundherum oder schon das Birkenzeug, was auch immer, herummachen. Aber ja, ich schaue mal kurz noch, ob das Zuckerrohr schon, ja, es ist schon leicht gewachsen, da können wir ja noch schon ein Bücherregal oder so hinsetzen. Ah, okay. Es wächst hier nicht. Schade. Hab ich mir gedacht. Es wächst halt schnell nachher. Böse Kuh macht Mu und Juhu. Oh, wieder die automatische Speicherung. Die sehen wir halt echt nur selten. Hat etwas gedauert mal wieder. Speicherung, aber was soll's. Ich mach mal noch kurz ein paar Bretter. Wir machen nur ein bisschen weiter mit, meine lieben Leute. Schnell. Also. Ich meine, hier will ich auch die Bretter haben, also. Kann ich das mal kurz so machen? Sieht halt doof aus, dass ich Erdeblöcke dahin gemacht habe, aber das ist ja einfach nur zum für mich zu sehen, hey, wo habe ich denn, oder wo setze ich das denn hin?
So als Hilfe. Weil ich finde das immer blöd, wenn du ja die Bücherregale gebaut hast und die Abons kriegst du, soviel ich weiß, nicht direkt wieder die Bücherregale und deswegen mache ich das immer so gerne. Ja, super. Genau. Ich habe hier wohl gar nicht überlegt, was ich gerade mache. Mit einer Spitzhacke versuchen, das Zeug abzubauen. Das macht doch null Sinn. So. Vielleicht kann ich auch noch mehr Bücherregale setzen. Aber ich glaube, es war sogar so weit. Naja, mindestens so war's. Das erste Bücherregal setze ich übrigens da. Deswegen ist da schon der Block weg. Hier muss ich dann auch noch schauen, dass ich irgendwas Vernünftiges hinbaue. Dann nehmen wir natürlich jetzt noch zuerst mal Spruchstein hier hinein. Okay, das sind nur die Leitern. Ja, einfach Fichtenholz schnell nehmen. Ah, ich kann nur ein Bücherregal machen. Okay. Hätte mich auch verwundert, wenn mehr gegangen wäre. Ja, das sieht doch super aus. Und dann muss ich halt noch schauen, wie ich das hier umbaue, meine lieben Leute. Aber ihr könnt mir ja, wie gesagt, gerne irgendwelche Tipps oder Tricks ins Ding geben. Haben wir hier zum Beispiel schon die Fackeln. So meine ich das ja. Gut, normalerweise macht man das ja dann noch einen zweiten hoch und könnte dann dort die Fackeln machen, aber das sieht dann irgendwie so aus. Und hier, wie gesagt, den Eingang vielleicht noch so, dass dann hier Holzbretter hinkommen, dass hier noch überall Erdblöcke dann wären, dass das von außen sehen gar nicht so schlimm aussieht, sondern eher so, ich weiß auch nicht. Zweiten Eingang vielleicht noch, aber das zweite Tür noch. Muss ich dann schauen. Von der Position her. Aber liebe Leute, das soll es sogar gewesen sein. Eigentlich könnte ich hier dann die zweite Tür hinmachen. Das heißt, hier würde dann so die Türe hinkommen. Naja. Liebe Leute, das soll es wie gesagt gewesen sein. Ich werde wahrscheinlich jetzt dann an dem Tag noch den Stream machen. Und ich bedanke mich fürs Anschauen. Habt noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Und bis zum nächsten Part, meine lieben Leute. Also, dann gehe ich wahrscheinlich dann ab zum Stripmine. Und falls ich noch was Besonderes finde, werdet ihr das sicher in den nächsten Let's Play Part dann sehen. Oder ich werde da noch ein bisschen erwähnen, was ich da noch gefunden habe. Hauptsächlich geht es um die Dias. Und ich werde wahrscheinlich fast keine Höhlen oder so erkunden. Danke fürs Anschauen, meine lieben Leute, jedenfalls. Es macht immer wieder Freude und Spaß mit euch ein Let's Play zu machen, beziehungsweise auch alleine mal ein Let's Play zu spielen. Aber danke, wart ihr mit dabei. Also, bis demnächst und tschüss!